kann ich an dieser Stelle wieder nur sagen. Und es ist eine fantastische Stimmung hier. Und wenn ihr jetzt denkt, Mann, die sieht ja heute aus wie ein Eisbär, ja, hätte ja kalt werden können. Aber kalt wird es heute hier garantiert nicht, weil wir sind bei Eisern Union. Und da habe ich mir sagen lassen, da brennt so öfter mal der Rasen. Tausende von Menschen sind heute hier, um natürlich das traditionelle Weihnachtssingen hier live und in Farbe zu erleben. Ich bin heute das erste Mal mit dabei und mir wurde gesagt, Gänsehaut-Feeling pur. Und das möchte ich heute mal live erleben. Im Hintergrund wird schon kräftig gesungen. Ich habe hier schon mein Gesangsheft in der Hand. Habe auch schon meinen Text brav und artig gelernt, damit der Weihnachtsmann lieb und nett zu mir ist. Den Sieg vor Augen, den Blick weit nach vorn, ziehen wir gemeinsam durch die Nation. Osten und Westen, unser Berlin. Gemeinsam für Eisern Union. Vielen Dank, ihr Lieben. Ich schleich mich mal dazwischen. Du hast so tolle Trotteln da dran. Wie hast du die da ran gekriegt? Sieht aber auch hier schon ganz gut aus. Haben meine Kollegen mir ran gemacht. Was hier für eine Stimmung herrscht im Stadion, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich kann nur sagen, seid einfach das nächste Mal mit dabei, wenn alle hier gemeinsam mitsingen. Es ist einfach Gänsehaut pur. Und hier habe ich eine Dame, die absolut nicht zu stoppen ist. Sie hat zwar nichts Rotes auf dem Kopf oder am Körper, aber sie hat gesagt, ich will ins Fernsehen und ich habe ein rotes Heft. So, jetzt kannst du deine Geschichte erzählen. Ich genierte mich etwas, aber als ich vor über 20 Jahren nach Berlin kam, einer meiner besten Freundinnen, Miri, der Sohn saß in so einer Bobbycar und nach Mama und Papa und Ball war das erste, dritte, vierte Wort, Eisern Union. Eine Babyfaust aus dem Kinderwagen geschreckt mit einem vernuschelten Eisern Union. Und jetzt habe ich geschafft, das erste Mal zum Weihnachtssingen kommen zu dürfen. Das hast du sehr schön erzählt. Das ist richtig emotional. In Berlin zu Hause, da sind sie, die Unioner. Und hier in ihrem Stadion in der Alten Försterei war heute das Weihnachtssingen das 17. Mal. Und ich muss sagen, es war sehr emotional. Und ich denke mal, das geht noch richtig zur Sache. Da werden noch so ein, zwei Lieder kommen. Das Stadion wird zwar heute Abend nicht brennen, aber der Rasen vielleicht beim nächsten Mal wieder. Wir wünschen den Unionern weiterhin viel Glück und frohe Weihnacht.